Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Monstrum. Ich grüße euch. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr Bock habt auf eine Folge Monstrum. Und dass ihr auch super gespannt seid, ob wir diese Runde entkommen werden. Kleiner Spoiler, schaut euch die letzte Folge unbedingt an von Monstrum. Wir sind da tatsächlich entkommen. Das ist eine Hardcore XXL-Folge. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da sind sehr, sehr wilde Dinge passiert. Wir sind A, entkommen. Wir sind zwar nach den ersten 7 Minuten gestorben, sehr intensiv tatsächlich auch, aber ja, Großen und Ganzen war es eine coole Folge. Also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, schaut es euch unbedingt an. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Nicht wundern, dass ich so eine hohe erotische Stimme habe. Ich muss sagen, ich hatte heute den ganzen Tag Probleme mit OBS. Ich habe keine Ahnung, was es aktuell für Probleme gibt. Es friert immer ein. Es friert... mal friert es ein, mal nicht. Ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, woran es liegt. Ich habe erst tatsächlich gedacht, dass es... ich hole euch mal ganz kurz näher ran hier. Ich habe tatsächlich erst gedacht, dass es an einem Spiel liegt, weil das komischerweise nur bei dem Spiel passiert ist anfangs. Und da dachte ich so, ja, okay, gut, muss ich ja jetzt mit dem Spiel nicht rumstreiten, nimmst halt was anderes auf, ne? Und da ist es halt auch passiert. Ne? Da ist es halt auch passiert und da dachte ich mir so, ja, moin, ne? Was soll der Geiz? Und jetzt ist es halt bei Monstrum auch gerade schon passiert. Ich habe die Aufnahme gestartet. Hab meinen Begrüßungstext gesagt. Hab mir auch echt Mühe gegeben an der Stelle. Und dann einfach so nach 2 Minütchen. Nach 2 Minütchen oder so. Ist es halt einfach wieder abgeschmiert. Ja. Warum auch immer. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass diese Folge. Was wird? Online geht vor allem, dass ihr die auch sehen werdet. Da drückt da mal ganz kräftig die Daumen. Wir haben den Lila Man, ne? Wir haben schon wieder hatten wir schon mal den Lila Man? Ich glaube, wir hatten schon einmal oder so den Lila Man. So, wir gucken uns hier aber auch nochmal kräftig um. Obwohl ich eigentlich gar keinen Bock habe auf den Lila Man. Weil ich finde ihn halt super schwer, finde ich. Also, ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn echt sehr, sehr schwer. Weil man hört ihn halt einfach nicht. Ne? Man sieht zwar nur, das Flackern vom Licht, ne? Das hört man ja alles ganz, oder sieht man ja. Aber wenn er da ist, du hörst ihn halt einfach nicht, wenn er schon um die Ecke steht. Oh, das brauchen wir für den Heli. Das brauchen wir für den Heli. Ich glaube, das geht nur, wenn sie die Tür einkloppen, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir eine Eieruhr finden. Nee, nee. Nein. Ja? Nee, nee. Ah, rechte Maustaste. Ja, das ist aktuell, spielen wir unfassbar viele Spiele. Wir spielen Valorant privat. Wir spielen TTT wieder privat. Und da ist halt überall unterschiedlich, ne? Bei Valorant musst du Q drücken, um die Waffe wegzuschmeißen. Bei TTT musst du, nee, andersrum. Bei TTT musst du Q drücken und bei Valorant musst du G drücken, glaube ich. Das ist, ja, jetzt musst du hier rechte Maustaste drücken, damit das passiert. Das ist alles sehr, sehr wild. So. Okay, die Aufnahme läuft bis jetzt. Toi, toi, toi. Ich freue mich sehr. Ich hoffe auch, dass die auch ordnungsgemäß beendet wird dann zum Schluss. Wenn wir gestorben sind, wieder jämmerlich. So, wir gehen nochmal 2 hoch.
So, was sind wir denn jetzt hier? Haben wir hier schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Huse, ich habe sie gesehen. Ich glaube, wir brauchen auch fürs U-Boot unten eine Fuse, ne? Ich gehe gleich mal runter und tu sie einfügen. Wir haben ja das schon mal weg. Weil dann kommen wir nicht in die Petrouille, dass uns das da noch fehlt zum Schluss. Da ist ja eine drin, ne? So. Gut. Ich denke mal, dass das der Wallrider ist, der hier so krabbelt, ne? Aber das glaube ich wirklich der Lina Man. Für den haben wir tatsächlich noch gar keinen Namen. Wir haben keinen Namen und wir haben ihn auch noch nicht gesehen. Aber gut, wir wollen ihn ja auch nicht sehen, ne? Wir brauchen den ja auch nicht, die kleine Hanswurst. Okay. So, ich guck mal, wie weit ich jetzt... Dann komme ich eh nicht... Doch, hier kommt rein. Komisch, dass ich hier reinkomme, aber drüben nicht. Okay, ist nicht schlimm. So schlimm, bitte nicht wundern, dass ich heute vermehrt drüber gucke. Ich muss echt aufpassen, dass die Aufnahme aufgenommen wird. Nicht, dass ich hier Stunde und Stunden aufnehme für nichts und wieder nicht. Ja, und dann passieren hier die wilde Action. Wir entkommen 10-mal mit einem Hardcore-Kampf. Das wollen wir ja nicht, ne? Ihr sollt ja live dabei sein, indirekt live. Irgendwann werdet ihr auch wieder live dabei sein. Ach, jetzt sind wir hier in diesem Room. Den hasse ich, weil... Oh, brauchen wir gar nicht. Lol. Also gibt es die Items eingesperrt und nicht eingesperrt? Frage ist halt nur alle Items? Oder nur ab, also nur so... So random. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Schon wieder die Batterie leer von der Flashlight. Oh, das brauchen wir auch. Brauchen wir auch, weil wir ja in der letzten Folge gelernt haben. Backpack. Dass wir... Das brauchen wir nicht, weil wir das bloß fürs Boot brauchen. Mit dem Boot wollen wir aber diese Runde nicht entkommen. Weil wir ja letzte Folge gelernt haben, dass die oben das... in den Containern das Benzin weggenommen haben. Ja, früher war da ja Benzin drinne, wenn man mit der Zange die Dinge aufgemacht haben, die Container. Da ist jetzt kein Benzin mehr drin. Was ich echt wild finde. Aber das ist nicht schlimm, weil ich sag mal, so Benzin findet man, denke ich mal, immer. Das kann natürlich auch Glück sein. Einfach sehr, sehr ruhig hier, ne? Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nehmen wir nochmal mit. Hier ist nichts. Auch nichts. Nee. Okay. Ja, warte mal, wir nehmen die mal mit. Angenehmer zu tragen. Ja gut, also hier ist nichts, denke ich. Also zumindest habe ich jetzt so auf die Schnelle nichts gefunden. Das heißt, wir können wieder raus. Wir können, ja. Okay, let's go. Er kommt.
mal einfach den Move, ne? Ich kann das schon drinnen wahrscheinlich zumachen. Okay. Sehr schön. Aufnahme läuft. Perfekt. Perfekt. Ja, ich weiß nicht, was mit OBS ist. Weiß ich nicht. Also, ich konnte eigentlich die letzten Male immer gut aufnehmen. Ist halt bloß Mist, wenn ich spontan was mit anderen aufnehmen will. Oder mit Drain zum Beispiel. Dann OBS nicht funktioniert. Das ist ein bisschen Mist. Daran habe ich gar nicht gedacht gerade, ne? Kommt. Okay, wir warten noch kurz. Der wird wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Ecke campen, die Sau. Aber wenn wir schon mal hier alleine sind und gerade kurz Zeit haben zu reden, wir haben auch ein Discord, Community Discord, wo wir regelmäßig Valorant spielen, wo wir TDT spielen, DBD, also echt coole Sachen oder allgemein irgendwas zocken. Könnt ihr gerne nachjoinen, wenn ihr das möchtet. Alles freiwillig, wie ihr das wollt. Ja. Ich meine, da kriegt ihr auch mit, wann ich streame. Aktuell streame ich aber noch nicht, weil ich noch hier in der Wohnung wohne. Ich ziehe ja aktuell um. Also was ist aktuell noch? Ich gar nicht um und ich... Ist auch sehr, sehr schwierig, eine Wohnung zu finden, ehrlich gesagt. Also muss ich wirklich sagen. Ich habe halt Angst, jetzt zu sterben. Das ist halt mein... Das Problem gerade an der Stelle. Warte mal, ich muss aber mal gucken. Ich konnte sich doch aber auch unterm Bett verstecken, oder? Man muss reinkriechen. Ah. Okay. Ich weiß nicht, ob der Penner hier oben campt, ne? So. Ja, und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, wenn ich umgezogen bin, dass ich dann noch wieder streamen werde. Mal sehen. Das Problem ist, wir müssen aber da drüben hin. Na gut, ist nicht so schlimm. Wir gehen einfach mal jetzt hier. Wir gehen mal zum Na, da können wir das schon mal hinballern hier. Zack. Zack. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas Cooles drin sein könnte. Ich weiß nur, dass es früher hier ein Loch gab. Wenn man reinfällt, stirbt man. Das war echt ungeil. Also das war echt richtig frech. Vor allem, weil es halt auch gar nicht so tief aussieht.
aussieht, ne? Man denkt, man kommt halt irgendwie. Gut, tun wir mal mit hin. Das hole ich schon mal raus. Nein. Warte mal. Mal kurz hin. Okay, pass mal, wir nehmen das jetzt einfach mal. Füllen rein. Frage ist halt, ob eins langt. Hallo? Ich glaube, es langt nicht. Ich glaube, da müssen zwei rein. Helikopter. Ah! Was? Warum denn? Warum denn? Oh? Oh? Wir haben überlebt, Leute. Gut, noch nicht, aber. Hä? Da kam da jetzt gar kein. Das. Ah, ich hasse ihn! Nein, nimm ihn! Scheiße! Wir gehen da runter, wir gehen da runter, wir gehen da runter, wo wir da nicht hin müssen. Gehen wir eins runter? Sicher, sicher. Oh! Nein! Oh! Oh Gott, alter Verwalter! Aber der ist hier noch diese kleine Rinde, ne? Der ist hier noch, dieser kleine Peller. Der ist hier noch. So nicht, mein Freund. So nicht. Das Problem ist halt, ne? Es flackert jetzt kein Licht. Ich höre ihn aber, wie er hier lang schwebt. Das ist, ich finde es, ich finde dieses Monster echt sehr, sehr schwer. Weil das ist einfach. Weiß es nicht. Ich trau mich aber nicht, will nicht sterben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Will einfach nicht sterben. Mit OBS heute sehr, sehr wild. Okay, die Frage ist halt, wo er ist, ne? Ist er unten? Oder campt die kleine Sau jetzt hier irgendwo? Weil der weiß, dass ich hier gleich um die Ecke komme. Also wir brauchen auf jeden Fall zwei Tanks. Wir müssen zweimal vollballern.
Das heißt, wir müssen. Erstmal wieder entkommen. Das geht mir schon wieder auf den Sack, dass der hier rumcampt. Weil wir müssen nämlich da drüben irgendwie rein. Immer wieder Mike's Gitter. Ich hab mich wirklich angestrengt. Alte Bilder abgehangen, dann die Kante abonniert, die Erinnerung verdrängt. Ja, hier muss ich hin. Und ich hab mir eingeredet, dass es funktioniert, aber 1, 2 Bands. Scheiße, und hier kann man sich wieder nicht verstecken. Naja, klasse. Dann wieder sterben. Mist, Mist, Mist. Also sieht übrigens, ja, wir können ja mal gucken in der Zeit. Sieht, ja, also wir müssen noch einmal Tank finden und wir müssen den Key finden für den Heli. Für das U-Boot müssen wir noch die Lichter finden und die Batterien. Und dann können wir entkommen. Easy peasy. Also es fehlen jeweils noch 2 Sachen. Jeweils 2 Sachen und das Monster ist sehr aggressiv und wird uns wahrscheinlich jetzt so nicht mehr in Ruhe lassen. Oh. Genau, das, so sieht es nämlich aus. Das ist die Phonebox. Ja, die kennen wir ja schon. Haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch probiert zu telefonieren. Boah. Hoch. So. Jetzt stehen wir da mit offenem Haar und wissen nicht wohin. Weil das Problem ist, das Vieh campt halt hier jetzt. Und man sich ja nicht darauf verlassen kann. Auf die. Auf das Flackern des Lichtes, weil jetzt zum Beispiel klingt es halt auch so, als wäre er hier. Und das ist, was mich echt maßlos ärgert. Weil man sich da halt nicht drauf verlassen kann. Leid für die Fans. Fährt halt hier noch um, diese kleine Sau, ne? Fährt hier noch. Nehmen wir mal mit. Brauchen wir zwar nicht, aber ist egal. Echtleid wäre halt nicht. Warte mal. Ich mach das mal auf, weil das wird mir wahrscheinlich dann später das Genick brechen, wenn ich da nicht reinkomme. Okay, also man hört ihn. Man hört ihn, aber wenn man ihn hört. Ist er wahrscheinlich dann nicht auf unserer. Etage.
Ich glaube, da irgendwas Cooles drin war. Okay. Okay. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Das ist natürlich jetzt sehr wild. Aber gut. Ich versuche mich daran mal zu orientieren, dass, wenn das Licht flackert, ist er bei uns in der Nähe. Bei uns zumindest auf der Etage. Und wenn das Licht nicht flackert, man ihn aber hört, ist er auch in der Nähe, aber eventuell eins drunter und oder eins drüber. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt am Ende des Ganges bin und er ist am Anfang des Ganges, ob das Licht dann auch flackert, weil er ja bei uns auf der Etage ist. Oder einfach, wenn er unmittelbar in der Nähe ist, dann flackert. Das gilt es noch herauszufinden. Ja, die Tür eingenatscht. Dankeschön, hier waren die Batterien drin. Ja, die Türen eingetreten hier. Oh, das ist ja lieb. Okay, Leute, wir haben die Batterien. Wir haben die Batterien fürs U-Boot. Jetzt fehlt uns nur noch das Licht. Und wir haben noch nicht oben, also hier auf den Etagen oben, alles durchgesucht. Also wir könnten vielleicht Glück haben, dass wir die Lichter noch finden. Ich kann nichts versprechen, dass wir es finden werden. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mein Bestes, dass wir es schaffen. So, die Frage ist, oh, ist er jetzt hier oder nicht? Ich will nicht sterben. Ich will wirklich, wirklich, wirklich nicht sterben. Halt jetzt. Okay, ich riskier's. Nee, ich riskier's nie, weil das Licht flackert. Tschüss. Wisch. Aus. Raus. Gehen raus. Lass mir gerade ein, ey, wirklich, ich hab... Wisst ihr, ich werde nicht sterben. Da oben... Hier waren wir noch nicht. Niki. Wir haben den Niki, wir brauchen bloß nur Benzin. Benzin? Also wir brauchen jetzt nur noch zwei Dinge. Lichter oder Benzin.
Lichter oder Benzin, Leute? Ich bin gerade echt nervös. Ich bin gerade echt nervös. Oh Mann. Okay, das, was wir zuerst finden, damit entkommen wir. Ich vermute mal, dass es Benzin sein wird. Ich hoffe jetzt mal, dass es am Deck vorne, wo das Boot ist, dass dort ein Pack Benzin liegt, sodass wir das schnappen können, zurückschlappen können und dann mit dem Heli entkommen können. Das wäre so der... Das wäre einfach... Das wäre das Perfekte. Das wäre echt perfekt. Da würde ich mich echt freuen heute. Und dann muss bloß noch die Aufnahme funktionieren, dass die Aufnahme dann beim Beenden nicht abschmiert. Aber ich denke mal, wenn es jetzt nicht abgeschmiert ist bis jetzt, wird es auch noch funktionieren. Ich hoffe es. Drückt mir die Daumen bitte. Aber mal schnell hier, ob vielleicht hier noch irgendwas drin. Vor allen Dingen, dieser Heli-Key. Wie er da so einfach rumlag auf dem Boden. Ich dachte gerade, was ist denn das? Das glänzt ja so ganz komisch. Was ist denn das? Okay. Jetzt gilt es. Los noch rauszukommen. Sagen es gerade, weil ich es bestimmt gleich verbocke. Okay, wir sind draußen. Gut, wir müssen jetzt eigentlich bloß noch dahinter. Warte, ich schieb mir gerade ein. Der ist hier. Ich sah gerade. Ja, gut. Er kommt. Wenn ich jetzt sterbe, raste ich aus. Also wenn ich jetzt sterbe, wie lange dauert denn das Pumpen, ey? Nein. Wie lange dauert das Pumpen da oben, ey? Scheiße. Oh.
Heli ist fertig. Heli ist fertig, meine lieben Freunde der Sonne. Wir müssen jetzt bloß noch entkommen. Wir müssen jetzt bloß noch bis zu dem Heli kommen. Dann bin ich unfassbar stolz auf uns, dass wir das mit diesem Monster geschafft haben. Den Heli und das Monster. Bin echt super aufgeregt gerade. Ein bisschen nervös. Ich schwitze auch ein bisschen. Aber wir kriegen das hin. Wir dürfen jetzt bloß nicht sterben. Wir dürfen jetzt bloß nicht sterben oder irgendwie hier in Rage gelangen oder dass es ausartet jetzt. Ganz entspannt, ganz ruhig. 40 Minuten nehmen wir fast auf, 37, alles schön, das Leben ist super. Heute ist Freitag bei mir. Ich weiß nicht, wann es bei euch ist, wenn ihr dieses Video schaut. Die Frage ist halt nur, ist er halt jetzt besonders aggressiv, weil wir ja entkommen könnten. Ne, ob der jetzt halt hier mit Absicht campt. Ich weiß halt auch nicht mit der Musik, weil die Lichter flackern ja nicht. Das heißt, dass er eigentlich nicht hier in der Nähe sein sollte. Musik ist weg. Ich höre ihn noch. Licht flackert aber nicht mehr. Wollen wir es wagen? Ich weiß nicht, wo er ist. Ob unten oder oben. Wir können so stolz auf uns sein, Leute. Wir können so unfassbar stolz auf uns sein. Wir haben es geschafft. Haben es geschafft. Wir sind mit dem Helikopter entkommen, meine Freunde der koralischen Tanzmusik. Es freut mich unglaublich. Warum kriegen wir denn keine Achievements? Ach, wir sind entkommen. Wir sind entkommen. Das freut mich unfassbar. Leute, wir sind mit dem Heli entkommen und wir sind mit dem schlimmsten Monster meiner Meinung nach entkommen. Dadurch, dass wir jetzt in der letzten Folge mit dem Boot entkommen sind und dem Wallrider, jetzt mit dem Helikopter und dem Lila-Vieh, müssen wir jetzt eigentlich mit dem U-Boot entkommen, selbstverständlich, aber auch mit dem Dicken. Wir müssen eigentlich in der nächsten Folge mit dem Dicken und dem U-Boot entkommen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil der Dicke ist sehr, meiner Meinung nach, sehr aggressiv. Aber dort ist halt der Vorteil, du siehst ihn halt. Ne? Der hat halt so ein Licht oben dran und da siehst du ihn halt wirklich bei Zeiten, wenn er halt irgendwo im Gang rumschwebt. Sodass das... Oh Gott. Also wie gesagt, ich finde Wallrider ist der einfachste. Dann kommt der Dicke. Und dann kommt der Lilane. Also wie gesagt, ich finde wirklich, der Lilane ist der schwierigste. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist auch der Dicke der schwierigste.
kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich finde, dass, wie gesagt, dass das lila viel das Schwierigste ist. Ja, aber ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben wieder eine weitere Folge Monstrum erfolgreich abgeschlossen. Wir haben es erfolgreich durchgespielt. Wir sind erfolgreich wieder entkommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne wissen. Und ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Vielen lieben Dank für euren Support. Dankeschön, dass ihr da seid, dass ihr die Videos schaut, dass ihr so mitfiebert. Und ja, das zeigt mir, dass ihr Bock habt. Daraufhin habe ich Bock. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.